Guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute mal die ganz, ganz neuen Köder von Hostage Valley Lures dabei. Noch sind sie nicht auf dem Markt. Uns haben sie schon zugeschickt, aber dazu später mehr am Wasser. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Fabi. Wir trailern gleich das Boot. Ich bin ein bisschen spät dran, deswegen muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich bei Fabi bin. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wie ihr seht, bin ich auf dem Boot. Ich hab's geschafft. Fabi ist hier. Hallo. Der hat schon mal alles vorbereitet und Moinsen. Moritz ist da. Wir sind ready und wie schon versprochen im Auto, habe ich den Jungs ja was mitgebracht. Die neuen Curlys. Was sagst du dazu? Und du? Ich freue mich. Ja, richtig geil. Das Laufverhalten finde ich mega. Ich hatte einen Prototypen gehabt und war jetzt letzte Woche nochmal drauf gewesen, habe da ein Biss drauf bekommen. Ja, kein anderer hat gefangen, was soll ich dazu sagen? Also, mega. Ich bin guter Dinge. Die Dinger liefern. Du hast auch meine Lieblingsfarbe da. Schon so ein bisschen. Ja, die sieht auch sexy aus, ey. Bin gespannt. Ja. Was sagst du, Moritz? Ja, total geil. Schön mit dem Glitzer drin. Schön silber. Das ist eine super, super Farbe. Die wird laufen. Ja, finde ich auch geil. Ja, ne? Wir haben hier auf jeden Fall ein ganzes fettes Paket von Hostage Valley Lures bekommen. Auch zwei kleinere. Und ich würde sagen, Die testen wir heute mal auf Herz und Nieren. Und dann werden wir, denke ich mal, einiges fangen. Und was wir fangen werden, werdet ihr nachher sehen. Spaß beim Video. Ist ungesund. Denkt man noch weniger Fische, habe ich gehört. Das ist eine Lüge. Nee. Du weißt, Roman hat gesagt, schöne Grüße an Roman, wer viel raucht, fängt viel Fisch. Das ist eine Lüge, Roman fängt kaum Fisch. Boot ist im Wasser. Jetzt heißt es einsteigen und dann geht's los. Ab auf den See. Was für mich richtig erschreckend ist, ich zeige euch das mal, hier im Hintergrund. Man sieht es ja schon, seht ihr, wie wenig Wasser dies ja drin ist. Also sehr, 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 sehr erschreckend für mich. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich hoffe, es regnet mal jetzt ein paar Tage. Und ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch an den Gewässern auch so ist. So extrem, also hier fehlt ja bestimmt einen halben Meter weniger Wasser. Bei so einem Großgewässer ist das schon, ja, sind das schon einige Liter. Und, fangen wir heute was? Ich verstehe die Frage nicht. Natürlich fangen wir was. Ja? Mit den neuen Ködern? Ja. Die Ködis werden richtig liefern. Guck mal, das ist ein Rad oder so im Wasser. Oh ne, ist ein Vogel. Das schneidest du nicht rein. Der Haubentaucher. Die gute Ratte. Aber der kann nicht mehr fliegen, also der liegt da nur. Naja. Okay, gut, wir melden uns später wieder. Nein, Murich, Erich, bitte. Ja, einmal kurz zur Vorstellung. Der Köder, ja, weiß mit Orange, mega geiler Köder. Ich glaube, der wird auch echt gut liefern. Ja, einmal White Pearl, 24 cm. Dann haben wir hier noch einmal Magenta Trout, auch 24 cm. Ja, total geile Farbe, Gold Jade. Schön mit dem Glitzeranteil drin, richtig geil. Hier Green Attack, meine Lieblingsfarbe für mich persönlich. Auch, ich glaube, die wird richtig liefern. Ich glaube, die fische ich auch gleich. Nochmal Purpur Perch, hier schön mit dem UV-Anteil drin. Schön die Streifen, hier der grüne Streifen. Oben drauf auf dem Rücken ist wohl auch UV-aktiv. Ja, auch geile Farbe. Bei mir geht's weiter, Flamefish. Ja, geile Farbe, bisschen schockiger. Wenn die Fische zickig sind, kann man den auch gut fischen. Und ja, das ist nochmal so ein extra Reiz. Vielleicht funktioniert's. Wir probieren heute alles aus. Weiter geht's mit Clear Malawi.
auch eine schöne Farbkombination. Grün, ja, ein bisschen dunkler oben. Schön grüner Bauch. Den werden die Fische auf jeden Fall von unten wahrnehmen. Und schön UV-aktiv hier am Trailer auch noch, ne? Genau, auch ganz wichtig. Die extra Reizpunkte sozusagen, die nochmal vom Schwanz herausgehen, ebenfalls UV-aktiv. Mega, muss liefern. Ja, Freunde, ich darf euch den Spotted Bullhead vorstellen. Also richtig, richtig geil. Gerade bei klaren Gewässern ist es auf jeden Fall eine Waffe. Den gibt es ja auch schon in normalem Chat. Aber mit dem Curly-Schwanz, wie gesagt, wir hatten schon mal ein paar Prototypen da. Die sind so verführerisch vom Schwanz und das Laufverhalten einfach nur mega. Hier, wenn man die Augen auch anguckt, nochmal ein kleines Special, so aus meiner Sicht. Sehen richtig, richtig cool aus. Da haben die Jungs sich auf jeden Fall was richtig Cooles einfallen lassen. Und dann haben wir den Red Pike in 24 cm. Auch von meiner Sicht, so eine Farbe habe ich vorher noch gar nicht so gesehen. Sieht so ein bisschen Motoroil aus, würde ich jetzt behaupten. Richtig, richtig cool. Habe ich vorher auch noch nie so gefischt, die Farbe. Werde ich heute auf jeden Fall mal ranhängen und ich denke, die werden alle liefern. Also ich weiß gar nicht, was ich zu den ganzen Farben sagen soll. Die sehen alle eigentlich irgendwie fängig aus und werden, denke ich mal, alle abliefern. Da haben wir die nächste Bank, wo ich Fabi heute Morgen die Farbe gezeigt habe. War absolut begeistert. Sieht halt mega geil aus hier mit den Streifen, am Schwanz die UV-aktiven Sachen. Das ist der Orange Snapper. Falls ihr euch fragt, wie schwer die Köder eigentlich sind, die wiegen 66 Gramm und ja, kann man eigentlich richtig gut mit dem Pycraft-System riggen. Passt einfach super zusammen. Falls ihr die Sachen sucht, schaut einfach natürlich bei Hosted Shreddy Lures auf der Website vorbei. Die werden bald released und natürlich bei Pycraft. Bei Hosted Shreddy Lures sind auch alle Pycraft-Systeme zu finden. Und einfach nur eine mega Kombi. Damit haben wir unsere dicksten Fische gefangen. Und vertraut uns einmal. Nur einmal. Und dann werdet ihr dicke Fische fangen. Ich würde sagen, wir hauen euch das mal unten in der Beschreibung rein, die Links von beiden Shops. Ihr könnt den Code PFC10 eingeben für 10% Rabatt auf jeder Seite. Aber wir sind jetzt heiß, werden die testen. Und wir sehen uns, wenn wir die ersten geilen Shots haben und vor allem die ersten dicken Fische. So, jetzt wieder in Selfie-Perspektive. Jetzt hat jeder sein Bait ausgewählt. Fabi ganz, ganz stolz. Was ich eben schon. Auf den Orange Snapper. Er sagt's besser als ich. Ja, ich hab mir den Gold Jane ausgesucht. Der wird springen. Und ich den Purpur Perch. Ich bin ja ein Barsch-Fan oder Barsch-Dekor-Fan, also so hat jeder seine Farbe. Und wir sind jetzt heiß, wir werden fischen. Action, los geht's. Ja, zum Pycraft-System. Pycraft hat so eine geilen Screws, richtig schön stabil. Die dienen dazu, dass man die hier vorne in den Gummifisch reindreht. Screw ist reingedreht. Dann gibt es diese vorgefertigten Systeme. Das sind die. Den Sprengring legen wir einfach rüber, sodass ja, der Haken, der reingesteckt wird im Gummi, hier drüber liegt oder hier drauf liegt. Der wird reingesteckt. Somit ist hier der erste Drilling fast schon fertig montiert. Hinten haben wir ebenfalls wieder ein Ding, das man reinsteckt. Steckt ebenfalls drin. Jetzt können wir noch einmal, damit die nicht so lose rumbaumeln, bei verkrauteten Gegenden oder so ist das immer sehr positiv zu erwähnen, damit er nicht so runterhängt, können wir den noch reinstecken, sowohl den vorne. Ja, was soll ich sagen? Curly Tail montiert. Ja, also ich hatte jetzt hier den ersten Hecht hinterher. Ja, ich habe den gerickt hier. Oh. Ich habe den Barsch, sag ich mal, gerickt. Und ja, scheint wohl der beste Köder hier erstmal zu sein. Die beste Farbe. Weil das war der erste Fisch, den wir gesehen haben. Oder erste Aktion. Und den hole ich mir jetzt. Fisch! Was? Das wäre ja auch zu geil gewesen. So, der Anfang ist gemacht, habe ich es euch nicht gesagt, auf den Köder ist Verlass. Ja, gar nicht so ein schlechter, würde ich sagen. Jetzt sind die Jungs erstmal dran, weil wir fischen ja alle den Köder.
So, Freunde, das war's für heute. Ja. War zähe Nummer. Sehr, sehr viel Wind. Deswegen konnten wir auch leider nicht so viel filmen. Das war wirklich, also bei der Fahrt gar nicht möglich. Wir waren klitschenass. Einer ist ein bisschen doll nass geworden. Ja. Der Fahrer wieder. Ich habe ein bisschen mit dem Handy gefilmt. Vielleicht kann ich das ja noch reinschneiden. Wir werden es sehen. Ja. Naja, wir finden die Köder auf jeden Fall mega geil. Oder? Läuft super mit den Dingern. Also, wenn du die an der Angel hast, dann denkst du, gleich könnte der Biss kommen. Aber ja, bei Moritz und mir kam er jetzt ja nicht. Ja. Aber wenigstens konnte Tom einen verhaften. Genau, ja. Aber die Farben auch mega geil. Also, Chapeau. Echt geile Köder. Mega gut. Qualität super geworden. Jetzt. Ja, die Gummimischung ist richtig geil. Ist cool. Ja. Bisschen weicher. Müsst ihr mal in die Hände nehmen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und dann... Lasst ein Like und ein Abo da. Ich denke, nächstes Mal werden wir mehr fangen mit den Ködern. Bei besserem Wetter. Ne? Gut. Alles klar. Haut rein. Ciao, ciao. Wiederschauen. Und reingehauen.